In der Lektion 63 werden wir heute daran erinnert, das Licht der Welt bringt jedem Geist Frieden durch meine Vergebung. Wow, was für eine Aussage, was für ein Hinweis und wie hilfreich das zu wissen. Wie viele Geister gibt es denn auf dieser Erde, in diesem Universum? In diesem Omniversum unzählige. Und deine Vergebung bringt jedem Geist Frieden. Und mit was beschäftigen wir uns? In der Regel beschäftigen wir uns mit trivialen Dingen, mit unseren persönlichen Zielen. Und die zeigen sich bei jedem auf eine unterschiedliche Art und Weise und sind jedoch alle gleich. Sie fördern die Trennung. Wir glauben, wir unterstützen die Trennung. Unsere persönlichen Ziele sind so trivial, dass man sie eigentlich gar nicht als Ziele bezeichnen kann, sondern eher als einen Blick in die Dunkelheit. Und solange wir der Dunkelheit Vorschub leisten, solange sind wir nicht hilfreich. Du, genau du, der dies jetzt hört, du bist hierher gesandt worden, um diese Welt zu erlösen. Denn du bist das Licht der Welt. Und die einzige Funktion, die du wie ich hier haben, ist zu vergeben. Wie fühlt sich das für dich an? Was macht das mit dir? Berührt es dich? Mich berührt dies. Mich berührt dies tatsächlich. Denn ich glaube Jesus aus dem Kurs in Wundern, wenn er mir sagt, dass ich hierher gesandt wurde, um jedem Geist Frieden zu bringen. Ich tue das nicht mehr ab und denke, ah ja, das ist vielleicht für... Nee, genau für dich. Der dies jetzt hört, sind diese Worte so ausgerichtet. Und je näher du diese Worte kommen lässt, je mehr du dich an deine wahre Funktion erinnern möchtest, desto glücklicher bist du. Und je weiter du dich davon entfernst, desto unglücklicher bist du und brauchst triviale Ziele, um dich durch Brotkrumen, die dir die Welt zu geben scheint, zu ernähren. Nichts auf dieser Welt kann dir dieses Glück geben, nachdem du in Wahrheit suchst. Und du wirst erst aufhören zu suchen, wenn du dieses Glück gefunden hast, das in deinem Geist ist, das du bist. Du bist Glück. Du bist Liebe. Du kannst nicht einen Menschen lieben, du kannst nur lieben. Du kannst nicht ein besonderes Tier lieben, du kannst nur lieben. Und solange ich meine Sinne dafür nutze, um nur einen speziellen, das heißt besonderen Menschen zu lieben, und solange weiß ich nicht, was Liebe ist. Wenn ich in Liebe bin, kann ich wohl sagen, dass ich dich liebe. Aber diese Liebe kommt von einer anderen Quelle, wie ich sie bisher gewohnt war. Du bist Liebe, das ist unser natürlicher Seinszustand. Diese Worte kannst du verstehen. Und wenn uns gesagt wird, dass wir das Licht der Welt bringt jedem Geist Frieden durch meine Vergebung, das heißt, wir werden daran erinnert, dass Geister verbunden sind. Hast du dich schon mal gefragt, was das überhaupt bedeutet? Was bedeutet es, wir sind verbunden, wir sind eins im Geiste? Ein
ein Beispiel, das es nicht wirklich ausdrücken kann, ist, wenn ich meinen Zeigefinger anschaue, dann sehe ich wohl diesen Zeigefinger, aber ich würde niemals davon ausgehen, dass er getrennt ist von meiner Hand, von meinem Arm, von meinem Herzen, von meinem großen Zeh, von meinem Ellbogen, von meinem Knie. Dieser Zeigefinger gehört zum Körper dazu. Und genauso ist es auch mit uns als Geist, als Lichtgeist, der wir sind. Wir können unmöglich getrennt sein von der Quelle. Wir sind eins in der Quelle. Und das heißt, jeder von uns ist eins in der Quelle. Und wenn wir heute Vergebung praktizieren, die Dinge herausnehmen, verabschieden, aus dem Ego-Denksystem erlösen, dann ist dies hilfreich für irgendjemanden, den wir überhaupt nicht zu kennen scheinen. Irgendwo im fernen Nepal geht plötzlich irgendjemanden ein Lichtlein auf, weil er durch unsere Praxis der Vergebung sich selbst wieder erkennt. Und wir sind hilfreich für diejenigen, die noch nachkommen werden auf diese Erde, genauso wie für diejenigen, die schon gestorben sind. Wir sind hilfreich für jeden Geist. Und da gibt es keine Unterschiede. Und deshalb wollen wir keine mehr machen. Wie heilig bist du, der du die Macht hast, jedem Geist Frieden zu bringen? Wie gesegnet bist du, der du lernen kannst, die Mittel zu erkennen, damit dies durch dich geschehe? Welches Ziel könntest du haben, das dir größere Freude brächte? Ja, und hier werden wir nochmal an unser Ziel erinnert. Was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel? Was wäre, wenn dein Ziel nur noch vergeben, wenn dein Ziel als Licht der Welt wenn dieses Ziel nur noch das eine ist, Heilung zu geben, Frieden zu geben, Liebe zu geben, egal wo du bist, völlig anstrengungslos. Nicht indem wir glauben, ah ja, jetzt muss ich den lieben, sondern in dem Wissen, in diesem unfassbaren Gefühl, dass wir Liebe sind. Was wäre, wenn dein ganzer Fokus nur noch auf das eine Ziel ausgerichtet ist, jedem Geist Frieden zu bringen? Das beinhaltet natürlich schon, dass wir beginnen, die Praxis der Vergebung hereinzubringen in dieses scheinbar geschlossene Denksystem des Egos, um die Dunkelheit aufzulösen. In unserem Geist, jedes Mal, wenn du deine Dunkelheit in deinem Geist beendest, bist du das Licht der Welt für jeden anderen, der sich noch um persönliche Ziele kümmert, der noch Angst hat, der sich umbringen will, der verzweifelt ist, der nicht mehr weiß, ob er die nächste Miete oder den Schuldenberg überhaupt bezahlen kann. Ja, gib Vergebung. Erst vergeben, dann verstehen. Erst wenn wir dies praktizieren, dann werden wir den Kurs in Wundern verstehen. Habe hier schon oft erwähnt, ich stand vor diesem Kurs oftmals und habe ihn betrachtet und ich habe nichts verstanden, weil ich ihn verstehen wollte, weil ich ihn erst einmal
intellektuell verstehen wollte, um dann den Kurs in Wundern bzw. die Liebe, das Glück, den Frieden zu leben. Bis auch ich endlich mal verstanden habe, hey, hier wird mir ständig von der Praxis erzählt, dann sollte ich es jetzt auch tun. Und diese Praxis, die hat mich in die Erfahrung gebracht, dass meine Vergebung jedem Geist Frieden bringt, wenn ich beginne, die Welt immer mehr als geheilt zu sehen. Und welch ein Wunder, so wie ich die Welt sehe, so wird sie mir begegnen. Und so werde ich immer, und so schaue ich immer weniger auf die Fehler und auf die Krankheiten und auf die seltsamen Gebaren, die ein Mensch hervorbringt, sondern ich bin immer mehr in der Lage, darüber hinwegzuschauen, an meinem Ego-Denksystem vorbeizugehen und das Licht dahinter zu erkennen. Und das bringt dir wie mir die Praxis der Vergebung. Und ich habe ganz und gar den Eindruck, dass Jesus weiß, wovon er hier spricht. Und auch, dass Jesus weiß, wie er uns motivieren und anleiten kann, ein Licht für diese Welt zu sein. Er ist unser Trainer, unser geistiger Trainer in der Geistesschulung, den wir einen Kurs in Wunder nennen. Wir haben uns in dieses Klassenzimmer eingeschrieben. Und du wie ich, wir haben um eine Antwort gegeben für unser Dasein. Und du wie ich, wir haben eine Antwort bekommen. Und wie ich gestern schon erwähnt habe, es wird jetzt Zeit, der Welt eine Antwort zu geben. Wir sind der Kanal des Friedens. Wenn wir uns entscheiden zu vergeben, erfahren wir die Erfüllung, den Wohlstand und den Segen, den wir, wie Jesus uns versichert, nur durch diese Entscheidung erfahren können. Und das ist eine sehr klare und einfache Aussage, die ich nicht mehr anzweifeln möchte. Ich möchte nicht mehr meine trivialen Ziele verfolgen und meine bedeutungslosen Wünsche anstelle meiner Aufgabe, die ich hier zu verrichten habe. Ich möchte diese Aufgabe nicht mehr vergessen durch meine trivialen Ziele. Denn wenn ich das tue, lasse ich den Sohn Gottes, so steht es in dieser Lektion, in der Hölle zurück. Mit anderen Worten, wir lassen uns selbst in der Hölle zurück. Wir schauen selbst und täglich auf den Schrecken, den wir erfunden haben. Und sobald ich die Dinge, die bisher für mich an erster Stelle waren, nicht mehr an erste Stelle setze, sondern den Frieden Gottes an erster Stelle setze, dann werde ich diesen Frieden erfahren müssen. Ich werde ihn erfahren müssen. Und das geschieht nicht einfach nur, weil wir darum bitten, sondern das geschieht, wenn wir die Praxis der Vergebung praktizieren. Wir können noch weitere 100.000 Jahre Gott anbeten. Oh, hilf mir, oh, hilf mir. Aber solange wir immer noch in denselben Blockaden festhängen, kann uns keine Hilfe zuteil werden. Wir sind hier, um unsere Wahrnehmung, in der wir uns gefangen fühlen, aufzugeben, anzuschauen, aufzugeben, um Licht zu sehen. Erst wenn wir es aufgeben, können wir es erkennen. Erst wenn wir es anschauen, können wir das Licht sehen. Wie viele Menschen beten jeden Tag um irgendwelche Dinge, dass die Krankheit verschwindet, dass mehr Geld ins Haus kommt, dass die Beziehung funktioniert.
Und sie erkennen nicht, dass die Krankheit, die Beziehung oder der Mangel an Finanzen nur mit einem zu tun hat, mit ihren eigenen Blockaden, die sie noch nicht berichtigt haben. Schau dir die Kirchen an. Wie viele Gebete finden dort statt? Und wenn sie aus ihren Kirchen und Tempeln und aus ihren Synagogen oder was auch immer sie, wo auch immer sie hingehen, wenn sie danach wieder rausgehen, setzen sie sich wieder an ihre Stammtische und klagen wieder über die Welt, klagen wieder über ihr Leid, klagen wieder über ihre Nachbarn oder über ihre Beziehungen. Da kann doch nichts entstehen. Aus meiner Perspektive kann da überhaupt nichts entstehen, außer natürlich immer wieder dasselbe. Und ich bin hier entschlossen, die Bedeutung dieser Lektion zu erkennen, indem ich mir ja immer wieder vor Augen führe, wie ich mich zum einen selbst verletze und zum anderen selbst betrüge, wenn ich meinen dunklen Gedanken, meinen Groll, meinen Urteilen und meinen Angriffen auf die Welt, wenn ich daran immer noch festhalte. Und ich bin fest entschlossen, das aufzugeben. Und diese Lektion als das Wichtigste zu erachten, was ich heute zu lernen habe. Und wir sind immer wieder aufgerufen, du wie ich, uns zu fragen, wofür ist das gut? Wofür ist das gut? Sobald wir ein persönliches Ziel verfolgen, können wir uns immer wieder fragen, wofür ist das gut? Wenn ich mich selbst dabei ertappe, wie ich irgendjemanden beurteile, kann ich mich fragen, wofür ist das gut? Wofür ist das gut? Und ich werde dann die Antwort finden, wenn ich ehrlich bin. Wow, ich nutze dieses Urteil, ich nutze dieses Ziel, ich nutze dieses Bestreben, um Trennung weiterhin wahrzumachen. Dann werde ich bewusst und dann werde ich die Themen sehen, an die ich noch geglaubt habe. Und dann werde ich die Praxis der Vergebung schleunigst anwenden können. Nimm du dieses Urteil von mir, Heiliger Geist. Nimm du diese Idee von mir. Nimm du dieses triviale Ziel von mir, Heiliger Geist. Bewusstheit. Bewusstheit uns selbst gegenüber. Es ist wichtig, dass wir unser Gedankensystem, unser Denken beobachten. Und jeder von uns weiß, wie schnell wir wieder in die Falle tappen. Weil sich irgendein Thema zeigt, das in uns noch nicht geklärt ist. Und deshalb ist es so wichtig, sich morgens in der Praxis der Vergebung zu üben, hinzusitzen, zu atmen, den Heiligen Geist zu bitten, dich durch diese Lektion zu führen, verwandte Gedanken zur Lektion auftauchen zu lassen. Das ist sehr hilfreich. Das weckt deinen kreativen Geist und verbindet dich mit dem Geist Gottes. Und schon alleine, wenn du morgens 2 bis 5 Minuten diesen Tag so beginnst, dann hat dein ganzer Tag eine neue Aussicht. Und dann kannst du noch den Heiligen Geist bitten, ich möchte mich mit dir jede Stunde an diese Lektion erinnern. Ich möchte mich mit dir um 9 Uhr, um 10 Uhr, um 11 Uhr, um 12 Uhr bis zum späten Abend jede Stunde an diese Lektion erinnern. Das kannst du jeden Morgen tun. Und irgendwann, mit ein bisschen Übung,
wirst du plötzlich feststellen, oh, ich erinnere mich tatsächlich jede Stunde an diese Lektion. Und dann ist der Tag und die Zeit, die uns hier gegeben wurde, nicht nutzlos an uns vorbeigestrichen, sondern wir beginnen es zu nutzen. Wir haben hier eine bestimmte Zeit auf Erden, als diese Idee, als menschlicher Körper. Und diese Zeit läuft ab. Doch wozu möchtest du sie nutzen? Ich verpflichte mich, diese Zeit sinnvoll zu nutzen und diese Lektion heute als die wichtigste Lektion in meinem ganzen Leben zu betrachten. Dazu möchte ich dieses Dasein, diesen Körper nutzen. Das ist der einzige Sinn und Zweck, denn mein einziger Sinn und Zweck ist die Praxis der Vergebung. Deshalb bin ich hierher gekommen. Ich wurde hierher gesandt von Gott, um diese Praxis hervorzubringen, so wie du. Also ich kann für mich feststellen, oder anders formuliert, jeder von uns kennt die Situation, in der er an Urteilen festhält, indem er glaubt, mein Partner oder irgendjemand hat diesen und jenen Fehler gemacht und ich habe Recht und ich habe Recht mit meinen Ideen. Ich sehe doch den Fehler und ich sehe doch, dass sie oder er immer wieder denselben Fehler macht. Und ich habe schon erkannt, wow, wenn ich wirklich zurücktrete und diese Wahrnehmung, diese Fehlwahrnehmung dem Heiligen Geist übergebe, wie leicht und wie gut es mir plötzlich geht. Ah, danke. Und dann kann ich auch spüren, dass diese Leichtigkeit der ganzen Welt und jedem Geist zur Verfügung steht. Praktiziere es nur einmal. Nur einmal. Und du wirst die Früchte der Vergebung erfahren. Es ist dann so, wie wenn ich aus meinem Gefängnis heraustrete. Ah, endlich Freiheit. Und das ist ermächtigend. Und das bringt ein Gefühl der Vertrautheit und der Freiheit, die ich niemals erfahre, wenn ich an meinen Projektionen festhalte. Und das ist unsere Aufgabe. Wir befreien unsere heiligen Freunde aus ihren selbst geschaffenen Gefängnissen, indem wir sie für unschuldig erklären. Du hast keine Schuld. Und es kann dir sogar passieren, dass dein Gegenüber es zu Anfangs überhaupt nicht glauben möchte. Denn auch er oder sie ist so sehr mit der Schuld behaftet, dass man es gar nicht im ersten Augenblick glauben kann. Doch mit ein bisschen Übung wirst du erkennen, wie hilfreich du bist, wenn du Vergebung praktizierst. Du entlastest die ganze Welt von ihrer Schuld. Und unsere Verbundenheit wird hierin vertieft. Hey, du hast die Macht, die ganze Welt von ihrer Schuld zu erlösen und zu befreien. Du bist das Licht der Welt. Mit einer solchen Funktion bist du in der Tat das Licht der Welt. Gottes Sohn wendet sich an dich für seine Erlösung. All diejenigen, denen du heute begegnest, sie wenden sich an dich mit der Bitte, um sie zu erlösen. Du kannst sie ihnen geben, denn sie ist dein, die Erlösung ist dein. Akzeptiere kein triviales Ziel und kein bedeutungsloses Verlangen an ihrer Statt, denn sonst vergisst du deine Funktion und lässt den Sohn Gottes in der Hölle. Es ist keine eitle Bitte, die an dich gerichtet wird,
Du wirst gebeten, die Erlösung anzunehmen, damit sie dein sei und du sie geben kannst. Und das ist heute unsere Funktion, deine wie meine. Es wird Augenblicke geben, wo du das Gefühl hast, dass du hierin versagt hast. Das macht nichts. Du hast die Möglichkeit, erneut die Lektion zu praktizieren, die da heißt, das Licht der Welt bringt jedem Geist Frieden durch meine Vergebung. Ich bin das Mittel, das Gott für die Erlösung der Welt bestimmt hat. Lass dir diese Worte, lese sie nicht nur an der Oberfläche, sondern finde die Bedeutung dieser Worte heraus. Was wird mir denn hier gesagt? Möchte ich damit weiterhin noch im Konflikt sein? Oder immer noch glauben, dass er jemand anders meint? Oder möchte ich heute zumindest in der Bereitschaft sein, diese Aufgabe anzunehmen und dadurch hilfreich zu sein und dadurch in eine selbstermächtigende Kraft gelangen, die, in der ich nie mehr bedroht sein kann von irgendetwas? Ich bin umgeben von einer Sicherheit, die nicht von dieser Welt ist. Ich bin umgeben von einem Glück und einem Frieden, der nichts mit dieser Welt zu tun hat, sondern ein gottgegebenes Geschenk ist. Eine Gabe, die er mir überreicht hat und nicht entzogen hat. Die ich aber bisher nicht in Anspruch genommen habe, weil meine trivialen Ziele an erster Stelle standen. Das Ego spricht immer zuerst. Ja, zu erkennen, welch großes Geschenk durch diese Lektion, durch diese heutige, das ist die einzige Lektion, die es gibt. Du hast nur diese einzige Lektion heute. Du hast nur diesen einen heiligen Augenblick, der dir zur Verfügung steht. Und zu erkennen, wie wichtig dies ist, ist das größte Geschenk, das du dir heute selbst machen kannst. So packen wir heute die Geschenke Gottes aus, indem wir fleißige Schüler der Liebe sind. Danke.